Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es Maismehl Burger Buns und wie die gemacht werden, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Wir brauchen 180 Gramm Milch mit mindestens 3,5% Fettgehalt, 40 Gramm Butter. Dann Mehl in zwei Portionen, denn das Rezept für unsere Maismehl-Burger-Buns ist eng angelehnt an das bekannte und beliebte Burger-Buns-Rezept nach Jörn Fischer. Das bedeutet in diesem Fall, wir brauchen einmal 150 Gramm Weizenmehl für den Vorteig, hier links zu sehen, und eine weitere Portion mit 100 Gramm Weizenmehl und 80 Gramm Maismehl, hier rechts im Bild. Dazu kommen dann noch 15 Gramm Zucker, 5 Gramm Salz, ein verquirltes Ei und ein halber Würfel frische Hefe. Die genaue Zutatenliste findet ihr nochmal am Ende des Videos. Zum Garnieren der Buns habe ich hier noch etwas geriebenen Cheddar und ein paar zerbröselte Tortilla-Chips. Wir vermischen als erstes die Milch mit dem Zucker und der Butter, die sich am besten schon auf Zimmertemperatur befinden sollte, und dann erhitzen wir das Ganze leicht auf eine Temperatur von nicht mehr als 37 Grad. Dann zerbröseln wir die Hefe und geben sie in die erwärmte Mischung hinein. Die 150 Gramm Weizenmehl geben wir in die Rührschüssel und vermischen sie dort mit dem Salz. Und in der zweiten Mehlportion vermischen wir beide Mehlsorten miteinander. Nun geben wir die Hefemischung, die jetzt einige Minuten stehen konnte, in die Rührschüssel mit den 150 Gramm Weizenmehl und kneten alles zu einem glatten Vorteig. Wenn der Vorteig in etwa so aussieht, heben wir zwei Drittel des verquirlten Eis darunter, geben dann Schritt für Schritt die zweite Mehlportion dazu und kneten alles zusammen weiter zu einem glatten Teig. Der Teig wird so lange geknetet, bis er sich von alleine vom Schüsselrand ablöst. Das dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. Nun wird der Teig aus der Schüssel genommen, nochmal kurz durchgeknetet und dann in 6 gleich große Teiglinge aufgeteilt. Jetzt kommt das Wichtigste, nämlich das Schleifen der Teiglinge. Dadurch erreichen wir, dass die Buns am Ende gleichmäßig rund sind und eine schöne Oberflächenspannung haben. Den Teigling dazu kurz durchkneten und leicht platt drücken. Dann nehmen wir ihn in die Hand und klappen jede Seite einmal so kurz nach innen. Dadurch entsteht auf der anderen Seite schon die Oberflächenspannung. Und nun legen wir den Teigling mit der eingeklappten Seite nach unten auf die Arbeitsfläche und drehen ihn mit der flachen, aber hohlen Hand kräftig in eine Richtung, so wie hier zu sehen. Hier nochmal langsam, sodass es jeder sehen kann. Insgesamt sollte das Schleifen aber eine schnelle Bewegung sein.
Die fertigen Teiglinge kommen auf das Blech und dürfen dann abgedeckt an einem warmen Ort noch 45 Minuten gehen. Währenddessen wird schon mal der Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze aufgeheizt. Und nachdem die Teiglinge noch mit dem restlichen Ei bestrichen wurden, kommen sie in den Ofen und backen dort für ca. 12 Minuten. Circa 2 bis 3 Minuten vor dem Ende der Backzeit werden die Buns dann noch mit dem geriebenen Cheddar und mit den zerbröselten Tortilla-Chips bestreut. Und so sehen unsere Buns dann fertig aus. Wir schneiden mal eins auf und man sieht, die Buns sind, wie man es von den normalen Jörn Fischer Buns ja auch gewohnt ist, luftig und locker und haben zusätzlich aber eben noch die leichte Maisnote. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es bitte gern weiter. Und ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.